Alberto, wenn ich sage, du giltst als einer der bedeutendsten Reportagefotografen, was fasziniert dich so an der Reportagefotografie? Also ich bin ein neugieriger Mensch, das heisst, ich will immer wissen, was hinter einem anderen Ecken ist. Und eine Kamera in der Hand zu haben, gibt es so die Legitimation oder besser gesagt den Schlüssel, zum Türen zu öffnen. Und ich bin durch das mit der Kamera um die Welt herumgekommen, habe ich schon so viel Zeug erlebt, dass es grossartig ist. Und Reportagefotografie, es klingt so ein bisschen abwertend, heute hat jeder ein Handy und fotografiert und so, aber es ist halt doch noch ein bisschen Picture-Making, also man muss ein bisschen nachdenken und zuerst etwas sehen, bevor man knipsen tut. Also für mich der beste Job, was es gibt. Und den Job machst du auch schon seit 40 Jahren, also über 40 Jahren, hast du zusammengearbeitet mit renommierten Magazinen wie im Stern oder Sunday Life Magazine. Was macht deine Fotografie einzigartig? Was hebt dich ab? Ich glaube, man merkt, dass ich nicht irgendwie einen Scoop will, sondern dass ich mich wirklich um die Leute interessiere. Also nicht irgendwie einen Skandal, sondern ich brauche ja viel Zeit. Also ich bin manchmal 2, 5, 12 Jahre an einer Reportage, also sehr lang, weil ich will alles wissen. Und erst wenn du etwas weißt, kannst du auch gut fotografieren. Und das tut dich einfach abheben von allen anderen? Du, vielleicht hat man Talent und so, aber man muss einfach die Leidenschaft haben. Und ich stehe am Morgen auf und sage, heute will ich etwas Gescheites und etwas Gutes machen. Die Leidenschaft hast du mit 26 erst entdeckt, was auch relativ spät ist. Du hast vorher Heilpädagogik studiert. Was hat dich zu diesem riesen Tapetenwechsel bewegt? Also ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war Architekt in Zug übrigens. Und wir waren im Orchester da in Zug, mein Bruder ist Dirigent. Man hat zuerst Musik gemacht und dann hatte ich einen Unfall gehabt. Da außen, nicht weit weg von da, mit dem TÜV. Und das war das Ende der Musikerkarriere. Dann hatte ich das Militär gesehen, da habe ich gefunden, no way, und bin ausgewandert, so weit wie möglich, nach Australien. Und bin dann einfach hängen geblieben. Die Haare sind immer länger geworden. Und nach 4 Jahren komme ich dann zurück nach Zug und denke, was wollte ich eigentlich? Und da habe ich gefunden, ich bin ein Geschichtenverzähler. Habe angefangen zu schreiben. Und dann haben die in dem Magazin gesagt, tu doch noch fotografieren. Es ist fast wie heute, es ist billiger, wenn du beides machst. Ja. Und dann habe ich gefunden, das interessiert mich, das fasziniert mich, Geschichten erzählen. Und gerade fotografisch das. Und hat mir gesagt, dass ich in einer kurzen Zeit für das GEO eine Titelgeschichte habe, geschrieben und fotografiert. Wow. Und das war dann so der Anfang. Und alles entstanden aus einem Unfall raus eigentlich. Sonst würden wir dich heute als Musiker kennen wahrscheinlich. Ja, aber ich komme gerade zurück aus China mit der Tonhalle, also als Fotograf bei denen. Und ich möchte also nicht im Orchester sitzen, wenn schon Dirigent, aber das ist mein Bruder schon, wegen dem ist es gescheit, ich fotografiere. Ja. Nicht nur Orchester, sondern auch in Kriegsgebieten. Also du hast wirklich in allen möglichen gefährlichen Gebieten auch fotografiert. Es war dir nichts gefährlich gewesen. Hat es Momente gegeben, wo du auch Angst gehabt hast oder ein bisschen Respekt und dann vielleicht nicht so weit gegangen, wie du eigentlich gehen würdest? Also das ist wie wenn du auf Drogen bist. Oder? Also dein Hirn ist abgeschaltet und du willst einfach das gute Bild. Und das gute Bild heisst, du musst ganz nahe sein. Und nahe sein heisst auch, der Gefahr ausgesetzt sein. Aber ich habe ein paar Mal in die Hose geschissen. Du bist seit über 20 Jahren auch als Filmer tätig. Du hast auch schon designt, Handtaschen und so weiter. Also hast dich in sehr vielen Bereichen auch ausprobiert. Ist es, weil du dich einfach nicht entscheiden oder weil du einfach halt gerne mehrere Sachen ausprobierst? Ich finde nichts Schlimmes, als wenn du immer das Gleiche machst. Also du fängst an und hast einen Stil in Fotografie und es heisst nach 50 Jahren, ah, das ist ja der. Und ich finde es wie ein Chamäleon, ich mache gerne das, ich mache gerne Musik. Filmen ist fantastisch, weil du bist mit Musik zusammen. Also etwas Neues, das ist immer grossartig, das fasziniert mich. Aber immer in dem Bereich von etwas designen, etwas herstellen, sei das ein Bild kreieren oder wie jetzt eine Handtasche. Ja, dann bist du an allem auch sehr gut. Du hast ja viele internationale Auszeichnungen auch in diesen filmischen Arbeiten bekommen. Würdest du aber Fotografie nach wie vor als dein Kerngebiet bezeichnen? Also Kerngebiet, das ist so ein bisschen wie, weißt du, geheiratet sein. Du hast eine Frau, das ist Fotografie. Und du hast noch geliebt, das ist der Film, oder? Und nach 4 Jahren hast du gefilmt und hast das Gefühl, die Frau ist eigentlich auch noch gut. Und dann gehst du zurück und tust wieder fotografieren. Gut. Ich finde beides super. Danke, Alberto Menzago, für das Interview. Merci vielmals.